Es ist Zeit für neue Ideen, für andere Ansätze, für mehr Kreativität und Lebensnähe. Raus aus der Kirche und rein in die Welt, um durch innovative Ideen Menschen für den Glauben zu gewinnen. Unsere Kirche sollte offen und einladend sein. Wenn Sie genauso denken und ein Projekt planen, dann bewerben Sie sich für das bundesweite Förderprogramm Räume des Glaubens eröffnen beim Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Mit unserem Förderprogramm Räume des Glaubens eröffnen unterstützen wir als Bonifatiuswerk innovative christliche Projekte, die die Lebenswelt und das Evangelium zusammenbringen, natürlich im Heute für Morgen. Sie sind es, die das Potenzial haben, unsere Kirche einladend zu gestalten und auch den christlichen Glauben neu oder anders erfahren zu lassen. Und dafür bieten wir nicht nur eine finanzielle Förderung, sondern auch eine begleitende Evaluation und eine Vernetzung mit anderen missionarischen Initiativen. Dabei sind wir unserem Partner Portikus sehr dankbar, dass sie gemeinsam mit uns diese Unterstützung ermöglichen. Auf diesem Wege wurden bereits mehrere Projekte vor Ort unterstützt, wie zum Beispiel die Pfarrei Heiliger Christophorus Banim in der Nähe von Berlin. Ob logistische Schwierigkeiten oder gesundheitliche Probleme, viele Gemeindemitglieder konnten in der Vergangenheit nicht am Gottesdienst oder anderen Angeboten teilnehmen. Zu weit war der Weg, zu hoch der Aufwand. Mithilfe der Förderung konnten nun neue digitale Infrastrukturen geschaffen werden. Es wurden Kompetenzen im Umgang mit der digitalen Technik vermittelt, sodass Gemeinde zusammenwachsen kann. Zum Beispiel bei Gottesdiensten, Gemeindefesten oder in der Katechesearbeit. Weite Wege werden so überwunden und Kirche kommt im digitalen Zeitalter an. Also ich bewundere die Leute, die sich die Mühe machen, uns Alten und Behinderten mit ermöglichen. Ich finde das toll. Nun nehmen wieder mehr Menschen am Gemeindeleben teil. So kann Kirche auch mal ganz woanders sein und zu dir kommen, egal wo du gerade bist. Also ich war 10 Monate lang in Irland und da habe ich den Gottesdienst sehr oft bei meinen Gastfamilien zu Hause geschaut, um mit der Heimat verbunden zu sein. Wir freuen uns einfach, dass wir die Möglichkeit hatten. Ohne dieses Projekt hätten wir ja das so nicht ausführen können. Wir haben ja wirklich Technik eingekauft, die sonst aus dem Gemeindebudget nicht bezahlbar gewesen wäre. Aber wie kann garantiert werden, dass die Angebote die Menschen auch wirklich erreichen? Das Kompetenzzentrum Pastorale Evaluation ist Teil des Zentrums für angewandte Pastoralforschung an der Ruhr-Universität Bochum. Das Zentrum untersucht, wie Kirche ihren Auftrag wirksam erfüllen kann. Das Team begleitet und unterstützt die Projekte von Beginn an und führt Evaluationen durch. Mit unterschiedlichen Forschungsmethoden wird ermittelt, ob und wie die Ziele der Projekte erreicht wurden. Unsere Aufgabe ist ja die evaluative Begleitung der einzelnen Projektpartner. Und wir sind in der Tat vom Start der Projekte bis zum Ende sozusagen die ganze Zeit dabei. Und das Herzstück unserer evaluativen Begleitung liegt in den 4 Dimensionen religiöser Vitalität. Und wir messen diese 4 Dimensionen religiöser Vitalität mit Hilfe von 2 Fragebögen. Den ersten erhalten die Projekte zum Beginn ihrer Laufzeit, den zweiten zum Ende ihrer Laufzeit. Es geht ja uns vor allen Dingen darum, dass die projektverantwortlichen Projektgruppen tatsächlich so einen Eindruck ihrer Selbstwirksamkeit bekommen. Also sie sehen, wir haben dieses Projekt, das ist eine gute Idee und wir erreichen auch tatsächlich die Ziele, die wir uns gesetzt haben. Und wir können tatsächlich eben zu einer Belebung des Glaubenslebens in Deutschland irgendwie beitragen. Die Lazarusdienste in Stralsund. Sie sprechen mit Martina Steinfurt. Martina Steinfurt koordiniert die 70 Ehrenamtlichen der Lazarusdienste in Stralsund. Auch dieses Angebot wird mit dem Förderprogramm Räume des Glaubens eröffnen unterstützt. Martina Steinfurt steht Menschen in schwierigen Lebenslagen bei. Ein Anruf genügt und sie macht sich auf den Weg. Sie vermittelt professionelle Beratung, hört zu und begleitet Betroffene. Es ist sehr schwer. Man hat ja auch keinen, ne? Man ist ja meistenteils alleine. Da ist das schön, wenn man jemanden hat, wo man sich unterhalten kann. Weil man sagt ja doch, oh lieber Gott, hilf mir. Und ich hoffe, dass er es auch macht, dass ich noch ein bisschen kann, wie ich möchte. In schweren Stunden nicht alleine sein. Das Angebot der Lazarusdienste verbindet Menschen.
wir bleiben auf dem Laufenden, sage ich mal. Ja? Es bleibt so, dass wir zur Gemeinde gehören. Nicht vergessen, dass wir da sind und uns sozusagen, ne, im Leben erhalten, mehr oder weniger. Ne? Nahe der Fußgängerzone in Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis steht die Kirche St. Hippolytus. Wer dort hineingeht, wird von einem leeren Kirchenraum überrascht. Es ist ein Ort, der Platz für Neues bietet und Vertrautes in neuer Form erscheinen lässt. Ich hatte das Gefühl, ich stehe sofort vor Gott. Das hat mich total eingenommen und ich hatte endlich das Gefühl, hier kann ich Gott begegnen. Das ist mir bei den regulären Gottesdiensten so noch nicht passiert und war auch der Grund, warum ich eigentlich 15 Jahre lang mit Kirche nicht viel am Hut hatte. Und erst dieses Projekt hat mich im Grunde wieder in die Gemeinde getragen. Ich habe auch erlebt, wie der Priester am Kreuzweg den Altar aufgebaut hatte und wir dann zu dem Kreuzweg gesessen haben. Das war ein unheimlich starkes Erlebnis für mich. Diese ganze Starrheit, die ist irgendwo aufgebrochen. Und ich sehe das dann auch bei vielen Leuten, die jetzt auch in die Kirche reinkommen. Die sind am Anfang schockiert, haben jetzt aber die Möglichkeit, einfach mal die Kirche komplett zu erleben, so als Rundgang, als Weg. Ohne Bonifatius-Werk hätten wir das hier nicht gewagt. Ohne das gewohnte Mobiliar ist es eine andere Stille, die auf jeden von uns wirkt. Hier kann man frei sein, frei werden von Sorgen und Alltagslasten, frei werden für neue Ideen, für neue Gedanken, neue Begegnungen, Gebet und Stille. Halt und Kraft finden und Orientierung aus dem christlichen Glauben. Denn Kirche ist immer da, wo Menschen mit Gott unterwegs sind. Bewerben Sie sich beim Bonifatiuswerk mit Ihren Initiativen, Ideen und Projekten. Keiner soll alleine glauben. Dieses Netzwerk des Glaubens wollen wir bilden und stärken.